Wir sind auf dem Corporate Learning Camp 2016 hier in Frankfurt. Neben mir steht Martin Lindner, ein begnadeter Bildungsdenker aus meiner Sicht. Und Martin, du hast eben eine Session gegeben mit einem ganz eigenartigen Titel, Bullshit im Corporate Learning. Corporate Learning Bullshit, wir erstellen eine Landkarte der Holzwege und Hypes. Das klingt schon mal interessant. Um was ging es denn dabei? Naja, jetzt inzwischen 16 Jahre Erfahrung. Ich war aber auch mal bei Siemens im Jahr 2000. Das war meine erste Erfahrung mit Corporate Learning. Und die ganzen Stories mit E-Learning und Blended Learning und all diese Dinge, die wir halt, mit denen wir es immer zu tun haben. Ich habe mir überlegt, welche Session kann ich überhaupt anbieten, und mir ist überhaupt nichts eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich will das irgendwie alles nicht mehr jetzt. Also wir polen es um sozusagen. Eigentlich gibt es unglaublich viele Erfahrungen mit Dingen, die nicht funktionieren, die wir inzwischen gesammelt haben. Nicht nur ich, sondern alle. Und im Grunde sollten wir die sammeln. Und wenn ich jetzt jemanden beraten wollte, der anfängt, dann wäre eigentlich das Wichtigste zu vermeiden, in diese Fallen zu treten, was eigentlich einfach ist. Ne? Wir wissen viel, was nicht geht. Und das jetzt sammeln und sortieren war die Idee in 45 Minuten. Sag doch mal so ein paar Highlights. Was waren so Dinge, wo alle gesagt haben, ja, das funktioniert? Oh ja, man muss mir jetzt wieder das Tafelbild vorstellen. Es hat sich gegliedert, ich sage es jetzt von oben nach unten, es hat sich gegliedert in userorientiert, also alles, was mit dem Lerner zu tun hat. Der Überschrift war, kenne deine Mitarbeiter, kenne deine Lerner nicht. Also wenn du jetzt auf den Holzweg gehst, meiner Ansicht nach fast schon das Wichtigste. Ne? Also in Wirklichkeit musst du deine Leute kennen und keiner kennt sie. Es ist real so, dass wir sie nicht kennen. Wir haben gar nicht die Zeit, sie zu kennen. Und dann können bestimmte Sachen schon gar nicht mehr wirklich gut funktionieren. Das ist das Problem, und die Frage wäre dann, wie man das überbrücken kann, und die Antwort ist nicht einfach. Aber jedenfalls, das ist schon mal der fundamentale Fehler. Und mit dem starten wir eigentlich schon die meisten Projekte. Zweiter Punkt, erstaunlich klein eigentlich gewesen, waren alle Fehler, die wir klassisch mit E-Learning machen. Klicktunnels, LMS, was haben wir gesagt, LMS als die Landschaft mit den 1000 Klicks oder so ähnlich, hat jemand gesagt. Also falsche Umgebungen bauen, die den Leuten nicht helfen. Bei LMS ist es halt klassisch so, dass sie dafür da sind, um Lernen zu administrieren, was ja auch wieder sinnvoll ist, also ist ja nicht falsch. Aber dass natürlich der Lernprozess dort nichts zu suchen hat, das muss man eigentlich trennen. Ne? Also die Leute lernen, und dann gibt es die Ebene des Administrierens, und es gibt das Anmeldens und was weiß ich. Und es gibt, wenn du unbedingt Assessments haben willst, dann gibt es dafür eben auch diese Ebene. Aber Lernen, du kannst nicht das Lernen da reinholen, das ist Unsinn. So. Das wäre die zweite Ebene gewesen, das wäre also die Ebene der Inhalte, wie designen wir Umgebung, wie E-Learnings, was immer. Das dritte war die Ebene Klassiker, das war das größte fast schon, außer dem User, der User war auch groß, war ein Management, also abgekoppeltes Bildungsmanagement, das sich sozusagen Modelle von Lernen macht, die nicht zutreffen. Oder die schon abstrakt richtig sind, aber sich komplett entkoppeln von der Ebene der Leute selbst. Also Kompetenzmodelle, wo 800 Kompetenzen aufgelistet sind. Erstens der irrsinnige Aufwand, der da reinfließt. Zweitens die Frage, bilden die 800 Kompetenzen, kennen die ihr Gebiet wirklich so gut, dass sie das in 800 streng aufgelöste Kompetenzen abbilden können? Dann die unfassbare Zeit, die das kostet. Und drittens dann der Versuch, das wiederum auf das Lernen der Leute zu mappen. Kann nicht funktionieren im Grunde. Ne? Also da würde man sagen, lass das von vornherein sein. Ein Kompetenzmodell ist nicht falsch, also das ist ja nicht von Grund auf verfehlt, aber es muss irgendwie anders gehen. So genau wie es geht, das ist dann die schwierigere Frage. Das klingt, aber wir können sagen, was nicht geht. Es ist schwerer zu sagen, was geht stattdessen. Ne? Ja, das klingt ja nach einer sehr intensiven Session. Wie viele Leute waren denn da, und wie war denn die Aktivität? Also es waren viele Leute, und es war sozusagen vielleicht zu groß für eine Barcamp-Session. Also es war jetzt der Raum, ein großer Raum, und der war voll. Und ja gut, die Idee war zu sagen, wir listen das. Also ich habe halt am Anfang diese vier Bereiche, User, Content sozusagen, also was man halt so produziert an Design und Inhalt, Management, und das letzte war lernende Organisation für mich noch. Also da, wo die Firma über sich selbst reflektiert als lernenden Organismus und sich selbst versucht umzubauen. Ne? Das sind die vier Ebenen. Und dann haben wir diese Listen gemacht von auf Zuruf. Damit haben wir eigentlich dann unsere Zeit verbracht und das noch ein bisschen geordnet, kommentiert, und dann war es schon wieder vorbei. Das heißt, ganz viele hatten so das Bedürfnis, einmal darüber zu reden, was alles nicht funktioniert hat, ja, was ja auch schon ungewöhnlich ist. Ne? Ja, ich denke mal, das ist überall eigentlich so wäre. Ich glaube, es wäre für alles gut, einfach nur zu sammeln, was alles nicht geht. Und das, was ja im Barcamp immer so schön heißt, die gesammelte Kompetenz, die die Leute mitbringen. Ich meine, alles das, was ich weiß, das nicht geht, das ist ja die Kompetenz schlechthin.
Das sollte man eigentlich viel systematischer sammeln. Also irgendwie da dachte ich dann schlagend, ich stelle mir dann so eine Art Tool vor eigentlich. Also sowas systematisieren und übersetzen in eine einigermaßen handhabbare Form. Und das kann man jemandem in die Hand drücken, der sagt, ich weiß noch gar nicht, wie wir anfangen sollen. Dann sagt, schau dir mal das an, das führt dich Schritt für Schritt da rein und du weißt schon alles Mögliche, wo du aufpassen musst und was du nicht machen sollst. Ja, das ist ja ein richtig schöner Gedanke, mal das Gegenteil von Best Practice. Genau, das ist Worst Practice sozusagen. Ja? Genau. Ja, danke für die Anregung, danke für die Session und dir weiter viel Spaß hier auf dem Corporate Learning Camp. Danke.